Mach ich mal die Aufnahme an. Okay. Da. Ja, das. Okay. Da kommt der Dreier. Okay. Oh, wie gut. Ich hab's drauf übrigens. Ach, guck mal hier. Bleib stehen. Ich kann nicht mehr schauen. Bleib stehen, du Ratte! Okay, jetzt wird's lustig, das Spiel. Ja, tut mir leid, ich hatte noch nicht genug Blut für heute. So. Ah, der andere. Der ist mir leider entkommen. Ja, ich hätte den fast noch gekillt. Ich wollte noch hinterher, ich wollte noch mal hinterher chargen, aber war zu weit weg. Hab's zu spät bemerkt. Okay, Glashaut. Oh, was dürfen wir jetzt machen? Mit der 1 auf die Überlebenden schießen, also nicht auf, auf die Guten. Und mit der 2 auf die Bösen, also meistens auf die Schiffe. Die Piraten müssen wir töten und die Goblins oder was ist da hinten gleich, was wir gleich sehen, müssen wir retten. Mhm. Wir können eh noch nicht schießen, normalerweise. Oh, der Anfang von MOP. Oh mein Gott. Oh, das war so schlimm. Ich fand das cool. Ja, mit so vielen Leuten, wo du nichts machen konntest. Ja, okay. War das, denn? Das ist immer so. Das ist. Wo sind denn die Überlebenden? Ich sehe hier gar nichts. Die sind hier hinten auf diesem Feld. Da. Oh Gott. Ich muss aber ehrlich sagen, mir gefällt das Horde-Stadtgebiet der in MOP auch besser. Ganz eindeutig. Okay, warten, bis wir in Schussreichweite von irgendwelchen Piraten kommen. Kannst gerne noch weitere retten, aber. Wenn es dein Gefühl befriedigt. Brauchen wir nur einen retten? Wir haben doch 5 gerettet schon, aber egal. Also mehr als 5. Aber rette ruhig weiter, wenn du möchtest. Scheiß drauf. Ist mir eigentlich egal. Ich muss so tun. Nicht-Schiedsklausel, was? Was? Ha? Im Lieferumfang jeder Lebensrakete ist ein 2-jähriger Vertrag und eine kostenlose Nicht-Schiedsklausel enthalten. Okay. Oh, gut, mit dem. Wenn ich die Typen mit meiner Kanone kille, prockt sowohl mein Account-Trinket als auch. Mein Siegesrausch, das heißt, ich könnte jetzt Siegesrausch einsetzen, rein theoretisch. Wie dumm ist das denn bitte? Bei mir sind die Knöpfe dafür gar nicht mehr da. Ja, klar, aber ich krieg eben so ins Bild eingeblendet, dass ich Siegesrausch benutzen kann. Das ist geil, solche Quests zu zweit zu machen. Ich glaube, zu zweit ist auch immer die effektivste Level-Methode. Also, was Quests angeht. Okay, 6 drücken, wir sind durch. Nein, das sieht nicht behindert aus. Überhaupt nicht. Was passiert, wenn ich jetzt Fahrzeug verlassen drücke? Ich schätze mal, du klatschst ins Wasser. Ich probier's mal, warte. Ja, du kriegst aber einen Fallschirm. Ach, weg damit. Verlangsamt mich nur. Lauf, mein Wasserschreiter. Erstmal voll gegen den Baumlauf. Ja, ich schreibe nebenbei. Ja, ich habe jetzt vermutlich keine Zeit mehr gehabt, also. Oh, siehst du den? Das ist der Gnome von eben. Da vorne. Hast du einen Frostshock ready? Kommst du an ihn ran? Frostshock? Hab ich nicht in der Leiste! Warum das denn nicht? Frostshock braucht man! Oh shit, davon. Yo, bitch! Nothing to see here! Straight to hell! Vor allem, der wollte unsere Mobs töten. Ich hab keine Quest für den. Doch, du hast sie. Für die Fire Rocks. Was? Ach doch, stimmt. Ausschlachten wieder, achso. Ja, das musst du ziemlich häufig machen. Danach noch mit Hyänen. Ja, okay. In die Hyänen ausschlachten.
mal gerade eine kleine Indie-Pause, tut mir ganz gut. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt warten, bis er rausreitet. Ja, wollte ich eigentlich auch, aber... Ich? Oh, na gut. Gucken, wo das war. Irgendwo hier in der Höhle, glaube ich. Okay, never mind. Boah! Wenn das ein Ali wäre, wenn das ein Ali wäre, der Typ wäre so tot. Der Typ wäre so tot, wenn das ein Ali wäre. Da hast du nichts zu sein tun. Ja, wenn es wieder rumliegt. Tot. Manchmal respawnen die echt schnell. Ja, wo bist du noch offen? Boah, was ist wer nervt mich denn jetzt? Das Gefühl kenne ich irgendwo her. Wir sollen den Privatchat benutzen, nicht den Gruppenchat. Warum schreibst du in die Gilde? Keine Ahnung, einfach so, hatte ich Lust zu. Ach guck mal, das ist Mistvieh. Hätten wir ein Gildenlevel ab? Wir hatten Gild... Nee. Hä? Ich dachte schon. Bist tot, kannst looten. Hä? Ach, da drin? Ja, der hat das noch ausgekaltet, warum auch immer. Wer hat Lust, was zu leveln? Haha, was machen wir die ganze Zeit? Let me einsteigen. Wem gehört die Gilde eigentlich? Plop. Was? Wem gehört die Gilde eigentlich? Ein Kumpel von Jonas, den ich auch noch aus Final Fantasy 14 kenne. Okay. Jetzt bin ich on und Jonas muss im Moment auf seine Grafikkarte warten. Was noch ein bisschen dauern wird, aber rechtzeitig zum neuen Add-on da sein wird und dann wird die Gilde ganz schnell aufgebaut. Okay. Zumindest hoffe ich das. Ich habe schon angemeldet, ich will mit in die Raid-Leitung. Oh Gott. Das wird sicher Spaß. Ich mache halt gerne mal Ansagen und informiere mich. Ja, das denke ich mir. Dann darfst du nämlich reden. Während ihr alle die Fresse halten sollt. Ja, eben. Und bitte mir auch gerne mal so meine Meinung zu bestimmten Leuten. Wird er dann gemacht, überhaupt keine richtige Arbeit? Für Arbeit? Warte mal, hier müssen wir hin. Darüber haben wir ihn noch. Ah, ich sehe ihn schon, Den schwarzen da. Boah, das ist ziemlich rassistisch, sind Sie bewusst, ne? Ich hab nur gesagt, dass er schwarz ist. Außerdem gewöhnlich an rassistische Witze in der Gilde. Hab ich kein Problem mit an sich. Ich wollte nur mal so aussprechen. So, warte, ich wollte mal kurz gucken. Wie sieht denn mein Krieger mit T? Ich muss den Waffenrock ausziehen dafür. Das sieht das scheiße aus. Halt ich mal ab, ich bin falsch aufgesetzt. Stufe 51, okay, nee. Wo? Der Ali. Oh, ja. Ach, kennst du das auch, wenn du eine Quest annimmst und dann die Belohnung schon aussuchen willst? Ja. Das machen wir noch schnell danach, würde ich sagen. Genau. Ist okay. Ich hab dann nur angefangen, das Boss-Battle-Theme von Final Fantasy 7 zu summen. Ich kann das auch in Nagi-Sprache machen. Nagedi Möb, Nagedi Möb, Nagedi Regedi, Geigedi Regedi, Nagedi Möb, Nagedi Möb. Okay, wir haben es schon, danke. Get wrecked, get shrecked. Sandpeitsche. Da haben wir es, so, pass auf, was jetzt kommt. Kann man das so raten. Oh, nasser Sand. Level überhaupt, Level-Kopf, das ist so ein Waschlapp, guck dir das an. Aber es ist ein Troll, Mann. Und
Und dann gebe ich noch die anderen Gadgetzahn ab. Bin auf fast Level 47. Okay, gut. Dann machst du am besten noch eine Indie allein oder zwei. Oder einer. Zwei Farag, weil die magst du ja nicht. Ne, da werden wir aber irgendwann noch reinkommen, also. Dann starten wir morgen mit der Arena-Quest, würde ich sagen. Warum hältst du hier an? Was führt euch hierher? Ach du Scheiße. Ach, guck mal. Zulfarak muss ich sogar. Ja, das. Deswegen haben wir die Questreihe jetzt gemacht, ne? Damit wir die Quest kriegen für Zulfarak. Ne, die Quest für Zulfarak kriegen wir trotzdem. Ich wollte es einfach nur machen, weil, wie gesagt, wenn wir hier. Weg! Er fliegt. Er haut uns jetzt um. Oder auch nicht. Kein ganzer Scumfuck. Ich mag den. Wir fahren trotzdem auf keinen Umweg. Ich hab jetzt echt gedacht, jetzt sind wir. Geh doch weg, du Bastard! Kannst du nicht über einen von diesen Felsen da reinjumpen? Nee, leider nicht. Aber es gibt hier andere Eingänge. Und das ist kein 90er, das heißt, sobald, wenn der auch nur einen von uns angreift, klatschen ihn die Wachen. Woher wusstest du, dass es kein 90er ist? Hat man dann der HP-Zahl gesehen. So macht der Bogen. Wir müssen ja nicht nach. Ach, guck mal, der da zum Beispiel, der war so blöd und hat sich mit irgendeinem Adi angelegt, vermutlich. Blutsiegel-Admiral zu kriegen ist inzwischen so unmöglich einfach. Weil die Wachen dir so hart auf die Fresse hauen. Guck dir das an, 100, 1 Million HP. Früher waren die nicht mal halb so stark. Muss man in der Gruppe machen, irgendwann will ich das auch nochmal machen. Boah, ne, die Rufscheiße gebe ich mir nicht nochmal. So. Ich bin dann mal drüber auf dem TS, bis später. Ich port mich nach Dingens. Jo, ach halt, ich log mich im Gasthaus aus. Im Gasthaus aus. Was zur Hölle? Hat er mir eine Kopfnuss gegeben. Wow. Ich hätte ins Gasthaus. Was für ein Penner. Wow. The fuck, dude. Put your faith in the light.